Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Grandia. Wir haben in der letzten Folge Gedrin kennengelernt und wenn man auch mal zwischendurch X drückt, wenn man irgendwo vorsteht, dann gehen vielleicht auch die Türen auf und ja, ich konnte doch speichern. Aber wir lesen hier erstmal den Trip. Große Gruppen. In einer größeren Gruppe steigt das Risiko von hinten von Monstern angegriffen und aus dem Hinterhalt überfallen zu werden. Du musst die Monster manchmal zuerst angreifen, um im Kampf nicht benachteiligt zu sein. Yep. So sieht's aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich geheilt habe. Ich heile mich einfach mal. Und ich habe gerade noch ein bisschen durch unsere Zauber geguckt und es ist dringend notwendig, dass wir... von hier komme ich, oder? Oder? Nee, hier war die Kiste, genau. Es ist dringend nötig, dass wir unsere Erdzauber mal ein bisschen aufwerten. Denn sowohl bei Justin als auch bei Fina sind die Erdzauber, ja, am geringsten aufgestellt. Von daher machen wir hier direkt mal Graben. Please protect us. Mit ihr hätte ich auch Wow machen können eigentlich. Weil Justin kann Wow noch gar nicht. Aber hey. Wir haben ja noch andere Zauber, obwohl Beben wird bei den Viechern wohl eher weniger bringen. Aber man kann es ja mal probieren. wer weiß, was sich die Entwickler gedacht haben. Feuer. Feuer? Nein. Beben. Ich bin noch ganz verwirrt und ganz müde, weil es ist morgens und ich hatte keinen Kaffee. Aber hey, Beben wirkt. Und jetzt greifen wir mal mit Gedrin an. Der stärkste in unserer Gruppe. Oh mein Gott. Ich mag Gedrin. You're no match for me. Ah, ich mag ihn. Sehr gut. Jeder Gegner wird für uns ein Kinderspiel sein. Aber ihr hattet in der letzten Folge schon vermutet, boah, der ist so stark, der wird wohl nicht von Dauer in unserer Gruppe sein. Und ganz ehrlich, die Vermutung habe ich auch. Und schon sind wir in einem Hinterhalt. Naja. Not bad, eh? Ich denke, ich stürze mich direkt mal in den nächsten Kampf. So. Oh, Fina hat fast bei Erde eine Stufe höher. Das gefällt mir. Ja, ach, ich mag es hier, die Zauber und so aufzuleveln. Alright, we won. Und weiter hinten habe ich schon viel, viel mehr Gegner wieder gesehen. Wo uns dieser Weg wohl hinführt? Mehr Gegner. Aber da liegt Geld, hey. Gleich zu Beginn 3000 Milliarden Kämpfe. Warum nicht? Ah gut, dafür haben wir unseren Gedrin. Und die Fina wird mal wieder hier rumzaubern. Es ist fast eine Stufe höher. Es ist fast eine Stufe höher. Please protect us. Okay. Och, der metzelt hier alles nieder, der Typ, ne? So, Justin, dann mach mal. Sehr gut. Ich könnte auch wieder Erdbeben machen, aber hey. So geht's auch. Dann kann Fina nämlich nochmal Wow machen. Und ist dann hoffentlich eine Stufe aufgestiegen. Please protect us. Zieht die Kämpfe natürlich auch ein bisschen hin, aber hey, wir lernen ja. Und immer noch kein Stufenaufstieg. Dafür werde ich mit Kokosnüssen beworfen. Komm, mach ihn alle. Wir wollen uns ja nicht so lange hier aufhalten. Vielen Dank. Oh, bei Fina fehlte nur noch ein Punkt. Ein Punkt. Ist das ihr Ernst?
Ah, wir haben hier ja noch ein paar Monster zu bekämpfen, ne? So, Erde ist jetzt endlich ein Stüfchen höher bei Fina. Aber eine Stufe reicht mir nicht. Aber bei Justin ist es auch fast soweit. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich kann ja kurz mal reinschauen in die Fähigkeiten. Nee, das war ja nur Zauber. Warte, Techniken. So, Erde Stufe 6. Das will ich mindestens noch 2 Stufen höher haben. Und bei Fina Stufe 7 jetzt. Okay. Wasser müssen wir dann noch ein bisschen aufwerten und dann wäre fast alles gleich. Okidoki, gib mir das Geld. Danke. Hallo. You're no match for me. Ja, 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 ja. Okidoki. Dann geht's jetzt weiter. Ich frag mich, ist das hier schon der richtige Weg oder... Oh je, Mene. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Hier ist noch was zum kaputt machen. Yeah. Weil ich habe mich um Gedwins Zelt hier noch nicht genug umgeschaut. Aber hey, die Monster sind hier ja schon alle weg. Da kann man sich auch nochmal umschauen gehen. Hier geht's nicht weiter. Ah, hier sind noch Steine. Oh, da komme ich auch hier raus. Na gut, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Steinmänner, hallo. Okay, ich weiß nicht, ob Beben hier wirklich was bringt. Ich werde es aber trotzdem tun. Weil ich es kann. Su nicht, du greifst auch nochmal an. Und du machst mal Beben. Oh, so viel scheinen die ja doch nicht auszuhalten. Du kannst mal Schlummer machen. Wasser müssen wir bei dir auch ein bisschen trainieren. Feel the Earth's Fury! Wenn du denn noch dazu kommst. Oh. Das war ja wohl nix. Hätte ich mir aber auch denken können. King, was sind die eigentlich alles immun? Oh oh. Okay, ich greife einfach an. Attacke. Oh, Schwertstufe höher. Gut. Gut, gut, gut. Fina zieht erstmal gar nichts ab. Auch gut. Aber gut, dass wir ein Dight of... Nein, wie hieß das? Knight of Dight haben. 150 Gold ist auch nicht schlecht. Und Beben hat gar nichts gebracht. Sonst hätten wir Punkte dafür bekommen. Aber hey. Und Schlummer hat auch nichts gebracht. Deswegen konnte Fina da auch nicht skillen. Schade. Die Zauber müssen also auch was bewirken, damit die Punkte bekommen. Echt komische Pflanzen hier. Aber hey. Wir haben Kraftsamen. Sehr schön. Kann ich hier ganz durch? Nee, ist nur eine Nische. Und hier geht es auch nicht weiter, denn Justin kann nicht über Blümchen laufen. Warum auch nicht? So, aber hier war sonst nichts, ne? Gut, dann bin ich ja direkt am Anfang den richtigen Weg gegangen. War also nicht geplant. Ich möchte die Kraftsamen bitte verwenden. Wer auch immer sie hat, Impfstoff. Blaue Pille, was war das nochmal? Halt 20 ZP, genau. Kraftsamen, du hast sie. Plus ein Stärke, etwas süße Samenkörner. Du, danke. Ich bin froh, dass wir den Rückweg angetreten haben, aber jetzt gehen wir den richtigen. Hi. Justin hat Boom gelernt. Geht doch. Und ein Steinmann hat da was Nettes fallen gelassen. Eine Waffe. Wie toll. Eine Waffe. So, was kannst du jetzt noch?
davon gar nichts mehr. Habe ich schon so viel ZB verbraucht? Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, dann greifst du halt an. Wenn du was abziehst. Man weiß es ja nicht. Nee. Fina ist zu schwach dafür. Au. Er dafür umso stärker. Ja, komm. Er zieht wenigstens was ab. Dann mach du erstmal den Steinmann und dann den Teufel. Nice. Komm, try again. Jetzt bin ich gespannt, was dieses Vieh fallen gelassen hat. Feuerstab. Okay. Gut. Gefällt mir. So. Direkt der nächste Gegner hier. Dann schaue ich gleich mal nach diesem Feuerstab. Dankeschön. So, weil ich glaube nur, Sue kann Stäbe ausrüsten, ne? Da ist der Feuerstab. Plus 25 Angriff. Ist schon geil. Ach, Justin kann den Stab auch benutzen. Krass. Aber der ist mit seinem Schwert erstmal gut bedient, denke ich. Weil... Moment. Obwohl, er könnte eine Keule nehmen. Geht der Stab als Keule? Ich denke schon. Werden wir dann sehen beim nächsten Aufstieg der Stufe. Okay. Wackeln. Oh, ein Mana-Ei. Her damit. Nein, geh sofort weg. Geh weg. Blöde Pflanze. Na, nimm's doch. Der letzte Zauber für Fina, würde ich sagen. So, hier geht's nicht lang. Es geht aber eine Stufe höher. Da. So. Kompass sagt in die untere Richtung, ich sage in die obere. Obwohl. Ich könnte ja kurz schauen, ob es da irgendwas gibt. 18 Gold nur. Schade. Weil hier geht es ja um die Ecke. Und es könnte dann doch die richtige Richtung sein, aber hier gibt es gar nichts. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen schön hier lang. Und folgen nun den Kompass. Ja, du kannst dich mal zu einer Brücke machen. Da, danke. Aber ich gehe erst hier lang. Hui, hallo. Ich bin mir immer recht unschlüssig, welchen Weg ich als erstes gehen soll. Ich will halt nichts auslassen. Ah. Es sieht schon arg nach dem richtigen Weg aus. Ich will doch nicht den richtigen Weg gehen. Ich gehe erstmal über die Pflanze. Ich glaube, da gibt es was zu sammeln. Nämlich Geld. Manchmal habe ich vielleicht doch einen ganz guten Instinkt, was so Erforschen angeht. Und bloß nichts auslassen. Ich versuche zumindest weitestgehend so vorzugehen, dass ich nichts auslasse. Gibt aber auch mal Tage, da habe ich nicht so viel Lust und da renne ich einfach durch. Soll vorkommen. Kann keiner was für. Da unten, das war nur eine Blume. Okay, ich dachte, da liegt schon wieder was. Ich krieg schon Paranoia. Sammelparanoia. So, hier müsste es doch jetzt weitergehen. Genau. Kabum. Ist das schon der richtige Weg? Ah. Das war gemein. Pretty easy. Hi, Kräuter. Sehr schön. Aber ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ach, das ist halt ein Hin und Her mit mir.
Och, tausend Wege. Ich mag nicht. Geh weg, Blume. Du hast mich sehr erschrocken. Siehst du, da liegt Geld. Manchmal lohnt es sich eben doch zurückzugehen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Geld wir insgesamt schon haben. Ich meine, wir haben ja ziemlich viel gesammelt in letzter Zeit, oder? Lass mal schauen. Wo steht's denn? Oh, 22.000. Geil. Ich bin reich. Abenteurer sind reich. Merkt euch das. Werdet Abenteurer und ihr werdet nie mehr hungern. Oder so ähnlich. Ich will nicht. Naja, kämpfen muss ich so oder so. Hab auch mit den Leuten fast keine Zauberpunkte mehr. So wird das Trainieren der Fertigkeiten ein wenig schwierig. Gegengift bekommen wir. Und Justins Erde müsste doch bald aufgestockt sein. Es ist fast soweit. Jahaha. Okay. Genug rumgesponnen. Sonst gab es hier nichts weiter. Also kann ich beruhigt den Weg lang gehen und noch mehr Gegnern auf die Fresse hauen. Da ist noch mal ein... Das hab ich doch genau gesehen. Schön, wenn wir zwei Mana-Eier haben. Sehr, 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 sehr gut. Erde ist eine Stufe aufgestiegen bei Justin. Und bei Fina würde ich auch gerne weiter noch was trainieren, aber sie hat keine Zauberpunkte mehr. Dann müssen wir auf einen Speicherpunkt warten. Oh, da ist ja noch einer. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Und wenn wir noch mehr Gegenstände bekommen, ist schon wieder zu schnell weggedrückt, dann haben wir keinen Platz mehr. Komm her, Mana-Ei. Dankeschön. Ja. Gut, ich denke, wir sind bald durch diesen komischen Dschungel, Wald, was weiß ich. Oh je, Mini. You're no match for me. Da bin ich mir fast sicher. Und schon wieder Heilkräuter. Na. Meine Güte. So viele Sachen. Aber wirklich, so viel haben die Gegner noch nie fallen lassen. Try again. Ja. Sofern es Justins Zauberpunkte erlauben, werde ich mal eine Runde durchheilen. Und ich hoffe, das ganze Gekämpfe ist gleich mal vorbei. Langsam geht's mir auf den Zwirn. Heilkräuter haben wir jetzt so viel bekommen, das lege ich einfach weg. So, und zwar Zauber Justin. Na, so ging's nicht. Heilen, der hat noch... Wie viele Zauberpunkte? 4. Das geht ja noch. So, du brauchst auf jeden Fall Heilung und du auch. Okidoki. Jetzt heißt es wieder, wo lang? Oh, ich will nicht. Geh weg. Ich will das Geld einsammeln und jetzt ist aber auch mal gut mit Kämpfen. Ich komme nicht drum rum. Aber ihr seid hier schnellstens erledigt. Einfach mal Attacke! Auf sie mit Gebrüll! Ich muss ja auch mal ein bisschen Action in den Part bringen, anstatt alles rauszuschneiden. Aber hey, ich denke halt, so ständig dieselben Gegner, es könnte echt langweilig werden. Ich tue das nur für euch. Ich will nur euer Bestes. Okay, ich sollte aufhören. Muttergefühle zurückschrauben und weiter geht's. So, und zwar kann ich jetzt ganz gemütlich hier lang gehen. Hoffe ich. Da ist doch noch was. Komme ich da irgendwie hin oder ich komme schon ins nächste Gebiet? Okay, dann nicht. Hauptsache, wir haben... Na, hier ist schon wieder Ende mit der neuen Welt. Direkt am Wasser. Aber gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen gehen wir jetzt nach Dorf Deid. Wir sind in der verlorenen Welt anscheinend. Das ist Deid Village. Dort drüben ist ein Gasthaus. Ich wollte euch eigentlich hinbringen, aber... Hm? Was ist los, Gatwin? Es ist mir vorhin schon aufgefallen. Von Norden ziehen Wolken auf und bedecken den Himmel. Hä? Der Himmel sieht wirklich merkwürdig aus. Es scheint ein Unwetter zu geben.
Bitte entschuldigt, aber ich muss gehen und mit dem Senior sprechen. Schau dich doch einfach so lange hier in Deid um. Okay. Er ist schon weg. Er scheint es sehr eilig zu haben. Ist trotzdem komisch, seine Sorge über ein Unwetter auf dem Weg. Ja, die einen so, die anderen so, ne? Oh, hier geht's ja rauf. Gibt's hier was? Nein, absolut nichts. So, jetzt lass mich mal in dieses Haus rein. Gasthaus Deid. Schon sind wir im Gasthaus. Da hätte er uns auch nicht hinbringen brauchen. Ah, hallo. Let's see. I took some medicine to Dr. Alma, but it's not nearly enough. Gonna have to make a 2 trips. But you know, everyone gets better with my medicine. Just warms in my heart and fills in my wallet. Don't you think it's wonderful? Huh? I don't know. I guess. Well, everyone is happy. Isn't that just a wonderful? Oh, wow! A talking rabbit! I can't believe my eyes! Hey, can I touch you just a little? Psst! What's a with you guys? You keep calling me rabbit. Rabbit. From my point of view, you guys are from the other side of the wall. You're the stranger-looking ones. Huh? How did you know that we came across the wall? Who are you? I'm Guido of Zil Padden, a traveling salesman traveling throughout the world. Der ist ja süß. Darf ich mal anfassen? Nur ein bisschen. Hey, ja, ihr Jungs kennen die alte Spruch von unser Mogai, das ist ein bisschen schwierig zu lesen, die wir sage gerne, hä, kenne Spruch? Ich gebe nichts um alte Sprüche, aber ich würde gerne von dir wissen, woher du so viel über uns weißt. Es sagt, jede Mensch hat zu Spiele eine Rolle in seinem Leben. Das ist auch für dich, Justin. Nun, wie ich sagte, ich gebe nichts, du weißt sogar meinen Namen? Wir Mogai, wir alles wisse. Es ist mich, ich bin eine Mogai. Das ist sehr interessant. Koffer. Eieiei. Warte mal, Gatwin ist jetzt weg. Der hat bestimmt einige Sachen von uns. Das wäre nicht so toll. Ich mach mal das weg und erhöht IP bei einem Freund dauerhaft. Könnte ich irgendwann mal anwenden? Oder muss das angelegt werden dafür? Ich glaube ja. Allheilmittel mache ich mal weg. Weil wir haben ja so schöne, schöne Zauber. Lebenstrank, Allheilmittel weg. Eine Peitsche kann ich verkaufen auf jeden Fall. Das mache ich auch mal weg. Und nochmal Heilkraut und nochmal... Ja, das Mana mache ich weg. Der ist weg. Der ist weg. Oh, so viel Heilkräuter und Gegengifte und... Oh Gott. Und das nochmal weg. Mana-Eier haben wir... Gatwin hat das andere Mana-Ei. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich sehen wir ihn nochmal. Justin, wenn du wolle, viele Antworten wisse, du nur musst reise weiter und weiter. Wenn du gehst auf Reise, du lernen musst viele Sachen über Welt und Geiste und dich selber. Also, hey, ich musste gehen. Musste ich fertig machen zu gehen oder ich nicht Zeit zu verstauen meinen Sachen. Warte eine Sekunde, sag mir nur eins. Wisst ihr Mogais irgendetwas über Alend? Jetzt lasse mich sage nur diese. Wir wisse manche Sache, aber wir wisse manche Male nichts. Ei, du reise weiter. Ich sicher, wir sehe wieder. Und dann wir mehr spreche. Okay. Oder vielleicht sind Gatwins Sachen in unserem Koffer. Wer weiß, das wäre cool und ich hätte auch so ein Menü, wo sich alles ein bisschen stackt. Aber nee, das Mana-Ei ist nicht hier. Schade. Aber das hier soll das Gasthaus... Ach so, hier, er hier.
Ich werde mich aber erst weiter umschauen, bevor ich schlafen gehe oder sowas. Und dann kaufen wir einen Zauber für Fina. Das wäre super. Was ist das? Waffenladen. Perfekt. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Was haltet ihr von meinen Sachen? Macht schon, bezahlt das Zeug und ab. Ja, ist ja gut. Habt ihr was, was ihr nicht braucht? Gibt es am Schalter in Zahlung. Ja, ist ja gut. Ich bin gerade erst reingekommen, ja? Erstmal Zauber kaufen. Was kann sie denn noch nicht? Wind. Für dich bitte. So hat sie jetzt alles gelernt. Sehr gut. Und das andere Mana-Ei hat unser lieber Freund, der Getwin. So, ach ja, ich wollte ja die eine Peitsche verkaufen. Moment. Momentchen. Ja. Wir sind Freunde von Getwin. Ja. Wir müssen von weit her kommen. Ich verkaufe dir jetzt meine Sachen. Und zwar, wo sind die Peitschen hier? Die Nebelpeitsche, glaube ich, plus 20 Angriff. Was war das andere? Lederpeitsche. Nee, dann verkaufe ich die Lederpeitsche. So. Und jetzt wird eingekauft. Und zwar kaufen wir eine Sturmpeitsche. Und zwar handeln wir diesmal schön. Aber sie hat gerade die Messer angelegt, ne? Das wäre dann nicht so gut zum Handeln. Ich möchte es aber auch nicht direkt ausrüsten. So, für dich kaufen. So, dann hat sie 4 Gegenstände, sie hat 8 Gegenstände und er hat 10 Gegenstände. Okay. Dann haben wir hier schönes Schwertchen. Ja doch, Schwertchen. Können wir kaufen? Justin hat gerade auch ein Schwert angelegt, ne? Nee, er hat die Keule angelegt, deswegen kaufen wir einfach. Okay. So, Drachenaxt. Feuerstab haben wir schon. Drachenaxt. Nett. Sehr nett. Kaufen. So, und das. Bogen in Fischform. Kann sie das? Er kann es nicht. Aber sie kann es ausgerüstet haben, oder? Weiß nicht. Brauche ich den Bogen? Schauen wir mal. So. So, für dich. Also die Holzaxt können wir verkaufen und den Armsäbel auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, du hast ja den Stab. Das fungiert ja als Keule. Also können wir bei dir die heilige Keule auf jeden Fall verkaufen. Und die Armpfeile, oder? Und bei dir auf jeden Fall die Nebelpeitsche. Gut. Ich möchte verkaufen. Und zwar die Holzaxt. War das jetzt richtig? Ja, genau. Wir haben ja die Drachenaxt. So, das Schwert. Armpfeile wollte ich auf jeden Fall verkaufen. Die Nebelpeitsche. Und den Armsäbel. Ja. Und die Keule. So. Dann machen wir uns mal an die Ausrüstung. Plus 15 Verteidigung, plus 12. Hier können wir ja auch gut handeln. Yep, handeln und handeln. Dann haben wir hier ein schönes Mehrschild. Mehrmuschelschild. Geht bei allen höher, ne? Okay, dann einmal für dich und für dich nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Die sehen auch interessant aus, aber jetzt habe ich keine Kohle mehr. Dieses ganz schöne Geld ist weg. Aber hey, wir haben ein bisschen was getan. Und dann schauen wir mal weiter. Was seid ihr denn für Viecher? Ach so, das sind Hühner. Das sah erst aus wie Popo mit Haaren. Hallo. Ich frage mich, wo dieses Kind dieses Mal spielen gegangen ist.
Es sieht nach Regen aus und diesmal habe ich ihm sogar gesagt, dass es früh kommen soll oder früh zurückkommen soll. Ist Regen so schlimm bei euch oder? Meine Ohren jucken, das heißt, dass es bald regnen wird. Und schlimmer noch, unser Proviant geht zur Neige. Oh, was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Okay, Regen scheint eine schlimme Sache hier zu sein. Anscheinend. Mal sehen, wie sich das in dieser Welt hier verhält. Zum Haus 2. Hi. Oh, warum sollten wir uns rühren? Wir werden kaum Fische fangen. Wer will fischen gehen? Und die paar Fische, die wir fangen, sind sowieso vergiftet. Was sollen wir tun? Die Fische sind vergiftet? Okay, hier scheint es doch einige Probleme zu geben. Vielleicht müssen wir uns darum kümmern. Ich denke mit Sicherheit. Es ist ein Spiel. Es ist ein Abenteuer. Natürlich müssen wir uns darum kümmern. Haus 1. Hallo. Sieht nach Regen aus. Ich unternehme besser was, sonst... Was soll der Wirbel um ein bisschen Regen? Gatwin benimmt sich deshalb auch so seltsam. Du verstehst das natürlich nicht. Es ist nur, wenn es lange regnet, ist es das Ende dieses Dorfes. Warum? Wenn es regnet, ist es das Ende für uns. Das Volk des Flugdrachens. Es muss etwas passieren. Volk des Flugdrachens? Kann das Volk von Dalt also fliegen? Nein, wir können nicht fliegen. Stattdessen haben wir gelernt, mit unseren Füßen am Boden zu leben. Zieh dem dünnen Riesen am Bart, lass ihn weinen, wo wir nun alle sterben. Was singst du für Lieder, Kleiner? Das ist ein sehr seltsames Lied. Was bedeutet das? Es heißt der dünne Riese. Wir singen es alle im Kreis stehend. Im Kindergarten? Ach, Mann. Was ist hier mit dem Regen los? Normal ist das jedenfalls nicht. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Hier gibt es auch nichts Besonderes anscheinend. Und ich komme an dem Baum nicht vorbei. Na gut, hier waren wir ja drin. Ich gehe mal weiter den Weg lang einfach. Ah, und hier ist schon das Meer. Was ist das? Drachennest. Ich schaue es mir mal an. Was ist das? Okay. Hallo? Okay, sagt nichts weiter dazu. Und hier geht's auch nicht weiter. Aber hey, das Wasser ist schön. Ich bin über Fische getreten. Aber ist doch echt schön hier, ne? Haus 6. Hallo? Oh, was soll ich nur tun? Mein Geschäft läuft nicht mehr, seit die Männer nicht mehr fischen. Was für ein Geschäft ist das? Wie du siehst, repariere ich Boote. Ich flicke Löcher in Bootsrümpfen. Ich mache alles, sogar Segelflicken. Aber jetzt geht keiner mehr fischen, daher habe ich nichts zu tun. Das ist schade. Das Dorf steht echt kurz vorm Abgrund. Anscheinend. Zumindest verhalten sich alle hier so. Hier haben wir Dr. Almas Praxis. Da möchte ich noch nicht rein. Haus 5. Hier waren wir noch nicht. Hallo? Was ist das? Ich habe euch Junggemüse noch nie gesehen, oder fantasiere ich? Nein, es ist nicht deine Fantasie. Ich heiße Justin, ich bin Abenteurer und komme von jenseits der Mauer. Hä? Das ist allerdings ungewöhnlich. Außer vom Mogai-Volk hört man von keinem, der von so weit herkommt. Okay, dann kommt dieses Kaninchen auch von drüben? Ja, lass mich durch, Kinder. Ist das hier ein Haus oder... Nee, es ist nur ein Stein. War ich hier drin? Ja, gerade eben. Sehr gut. Dann gehe ich mal hier in die Praxis. Hallo? Oh, du bist es. Kommst du mich besuchen? Ich bin gerade mit einem Patienten fertig. Ich glaube, der Taifunturm ist für diese Krankheiten verantwortlich.
Ich sehe viele Patienten und mein Verdacht wird jeden Tag stärker. Ich glaube, dass ich richtig liege. Später wird es hier sogar noch voller werden. Ihr Leute sorgt besser dafür, genügend Erholung zu bekommen. Oh je, Mine. Es scheint in der Umgebung ganz schön gefährlich zu sein. Regen ist gefährlich, nicht mehr fischen gehen ist gefährlich, weil die Fische giftig sind. Nicht mehr fischen gehen ist gefährlich. Nee, fischen gehen ist gefährlich, weil die Fische giftig sind. Hier war ich schon drin, oder? Haus 4. Nee, hier war ich noch nicht drin. Oder? Hey, ratet mal, wie ich jetzt aussehe. Wie du? Nur schwer zu sagen, wenn du ohne Vorwarnung fragst. Oh, stimmt. Ich schätze, hier an Land sehe ich nicht wirklich wie ein Fischer aus. Okay. Aber wo ist Gedrun jetzt? Haus 3, genau, hier waren wir. Ich würde sagen, ich verziehe mich dann einfach ins Gasthaus. Da muss ja auch irgendwo ein Speicherpunkt sein, ne? Ich möchte mich ausruhen. Übernachtung? Keine Mahlzeiten? Speichern? Ah. Werdet ihr hier einkehren? Page, kümmere dich um diese drei Gäste. Dankeschön. Etwas Entspannung und da ist Gedrun auch schon. Was ist los, Gedrun? Du kamst letzte Nacht wohl sehr spät aus dem Gasthof zurück. Ich sprach lange mit einem Senior. Nur hier wird alles in Ordnung sein, solange es nicht regnet. Regen? Hast du mal rausgeschaut? Es regnet schon jetzt? Was? Oh nein! Was? Gedrun, sag mir, was los ist. Es ist doch nur Regen. Es regnet tatsächlich, oh nein. Was ist los mit Gedrun? Dann regnet's eben, na und? Ich glaube, da steckt noch was anderes hinter. Es ist nicht nur das Unwetter. Lass uns mal schauen. Oh je, ich möchte aber vorher kurz speichern. Regen scheint hier echt arg böse zu sein. Draußen ist es sehr laut. Ich frage mich, was da los ist. Es regnet, aber ich sag dir das nicht, sonst lässt du mich vielleicht nicht speichern, weil du nicht die Ruhe weg hast. So, und zwar speichern wir hier. Und die Musik ist ganz schön aufregend. Gasthof von Deit. Night of Deit. Dann möchte ich kurz nachschauen, was los ist. Ich folge einfach mal dem Weg. Du weißt Bescheid, nicht wahr, Gedrun? Wir haben den Schutz der Geister verloren. Das Geschehen am Taifunturm. Die Erde vom Giftregen durchtränkt. Giftregen? Ach du Scheiße. Tote Flüsse vom Unglück befallen. Warst du Zeuge davon? Ja, ich weiß natürlich Bescheid. Bald wird sich der Giftregen rot färben und wird zum Regen des Todes. Um Deit zu retten, müssen wir auf den Taifunturm steigen, wie die Legende sagt, und den Heldenspeer zurückholen. Und so sage ich euch, nehmt dieses Heldenarmband und rettet das Dorf Deit. Ich bin bereit, die ganzen Übungen können nicht umsonst gewesen sein. Aber Senior, wir brauchen zwei Helden, um den Heldenspeer wiederzubekommen. Wenn ich allein gehe, wie soll ich da den letzten Test bestehen? Ja, aber du bist der Einzige hier, es gibt keinen anderen Helden. Was soll ich tun? Hey, Gedrun, ich werde mit dir kommen. Was? Aber du bist noch ein Kind. Ist ja ein nettes Angebot, aber... Sir, sie unterschätzen ihn. Justin ist ein Mann, einer, der die Mauer am Ende der Welt überquert hat. Was? Dieses Kind? Die Mauer am Ende der Welt? Ja. Justin, der Taifunturm ist ein schrecklicher und gefährlicher Ort. Ohne den Schutz der Geister können wir unser Leben verlieren. Man hat uns in die Nähe gelassen. Also, möchtest du immer noch gehen? Wenn ich Angst vor Gefahren hätte, wie könnte ich mich dann Abenteurer nennen? Und außerdem, wir haben uns versprochen, von Mann zu Mann, wenn nötig, einander zu helfen. Du hast recht, wir haben einander geschworen, von Mann zu Mann, ein Eid zwischen Freunden. Okay. Sir, wie in der Legende, zwei Krieger stehen vor Ihnen, bereit, das Dorf Deit zu retten.
Ja, so sei es entschieden. Dann erlaubt mir euch, das legendäre Heldenarmband zu überreichen. Es wird am rechtmäßigen Besitzer scheinen. Mögen die Geister diese beiden Helden von Dite führen. Justin, du bist sicher? Du willst mitgehen? Natürlich bin ich sicher. Wir haben uns das versprochen. Von Mann zu Mann. Schau mal, Fina, sehe ich nicht cool aus? Was soll das alles mit diesem Versprechen von Mann zu Mann? Irgendjemand sagt Held zu dir und dir steigt zu Kopfe. Wenn du so leichtsinnig bist, bist du nur ein drittklassiger Abenteurer. Wo ist das Problem, Fina? Worüber bist du so sauer? So kennt man dich ja gar nicht. Ja genau, was hast du? Gefahren herauszufordern ist doch Teil des Abenteuerdaseins, oder? Ist in Ordnung, es wird schon alles gut ausgehen, wie schon immer, nicht? Justin. Alles klar, Justin, wir haben alle zugestimmt, also lass uns losgehen. Unser Ziel, der Taifunturm, liegt nördlich von Dite. Was hat Fina denn jetzt? Gut, vielleicht erfahren wir das dann in der nächsten Folge. Für heute ist dann erstmal Schluss. Wir werden dann zu diesem Taifunberg aufbrechen. Und ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.